Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outlast 2. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ein paar Tage lang nicht gespielt, aber irgendwie klingt das hier doch nicht sonderlich vertrauenserweckend. Ich glaube, wir sind gerade in einer ziemlich kranken Gegend gelandet. Was zur Hölle? Die Dame juckt es? So, ich gehe hier erstmal kurz in die Bude rein und gucke mal, ob es hier irgendwas gibt. Da ist eine Batterie. Huch! Jetzt geht das wieder los wie im ersten Teil. Ich sehe das schon. Oh, und da ist noch verdammt. Bist du dumm oder was? Geil. Gestorben in der zweiten Minute. Es geht schnell. Geht sehr, sehr schnell. Und diesmal gucken wir nicht. Wir wissen jetzt, dass wir uns von den Viechern fernhalten müssen. Aber vielleicht können wir ja hier durch. Nee, können wir nicht. Also wir müssen tatsächlich da rein. Aber ich glaube, das ist es mir jetzt doch nicht wert, das Verbandszeug zu holen. Denn wenn die einen gleich angreift, dann... Nee, das... Oh, Alter! Alter, hast du mich gerade angespuckt oder was? Das ist so ekelhaft, Leute. Ja, lecker. Du bezahlst die Rechnung. Oh, ihr seid voll eklig. So, wie geht's weiter? Hallo. Ja, du musst da schon hingehen. Danke. So. Kapitel 4. Hört den Propheten Sullivan sprechen. Ich fürchtete mich, als ich den Stimmen des Herrn zuhörte und verweigerte mich in Scham und schwerer Klage, riss das Haar aus meiner Brust an den Wurzeln, auf das das Blut meine Schenkel zeichnete, wie das Blut die Geburt eines Lasttiers zeichnet. Und der Herr sprach in unaussprechlichen Worten, verzweifle nicht, denn Verzweiflung ist nichts als die Leugnung deines Herrn, sondern öffne dich mir, wie eine Frau sich ihrem Mann öffnet, und erfreut euch an seiner Schöpfung. Ja. Eure Scham ist nicht eure eigene, sprach der Herr, denn ich bin mit euren Vätern unzufrieden. Und ihr lebt ungerecht im Wucher und Gold der Arbeit eurer Väter, sprach der Herr, um euren Teil in der Rechtschaffenheit und Scham der Tat eurer Väter zu leisten, kann nur euer Blut eures sein. Deshalb, o Menschensohn, sprach der Herr, wende dich mir zu und ich wende mich dir zu. Wende dich ab vom Pfad des Bösen und wende dich ab vom kinderlosen Akt. Vergnüge dich nicht an Frauen, die nicht von ihrem Blutblunde... Was ist denn eine Blutblunde? Mit dem Herrn gezeichnet sind und fickt und zeugt, wie es vom Herrn gewollt ist. Wie die Karnickel. Und ich bin sehr unzufrieden, sprach der Herr, mit den Heiden und mit den Ketzern und den Pharisäern meines gewählten Volkes Zion, die sich ihres Kummers frönen und die Lehren des Propheten ablehnen und die Worte des Propheten mit Halbwahrheiten verderben, um die Wahrheit nicht nur zu verbergen, sondern auch zu vergessen, worin sie versteckt liegt. Deshalb sprach der Herr, ist dein Blut dein und deine Taten sind ungeschehen. Öffne dich mir, denn die Last des Wortes des Herrn ist dein. Der Herr befahl, meine Augen zu öffnen und ich tat so und ich konnte sehen. Okay, ich glaube, mit Blutblunde ist wahrscheinlich die Monatsblutung gemeint. Also so nach dem Motto, vergnüge dich erst mit Frauen, wenn sie auch fruchtbar sind, damit man auch schöne, viele kleine Nachfolger zeugen kann. Hat das gerade grammatikalisch Sinn ergeben? Ich bin mir nicht sicher. So, da gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Alter, wie ihr aussieht, Kinders. Echt nicht gesund! Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Was? Eklig.
So, ich heile mich mal kurz. Gott, ist das ekelhaft hier. Ich traue mich da aber gerade nicht. Das ist eine Batterie. Aber ich will hier gerade irgendwie nicht durch die Tür gehen. Okay, der ist nett. Mein Net ist relativ. Die sehen hier alle echt scheiße aus. Okay. Gott, ihr armen Säcke. Du siehst ja schon halb tot aus. Oh, Baby. Du siehst schon so halb skelettiert aus. Oh, was ist da? Oh, cool. Ist das der Typ, den wir vorhin schon gesehen haben? Ich weiß nicht, was ich at. Some kind of deformed toddler. Ein entstelltes Kleinkind. Der sah aber irgendwie größer aus als ein Kleinkind. Na schön. Folge der Blutspur. Jetzt gehen wir hier lang. Vor allem, das sah so merkwürdig aus, als ob das Vieh zwei Köpfe hätte. Ich bin halt so scheiße schreckhaft. Das tut mir leid. Tut mir leid. Eww. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird hier immer schlimmer und schlimmer. Am Anfang ging es noch einigermaßen. Aber jetzt, nachdem dieser astreine Käfi-Jumpscare kam in der Schule, womit man wirklich überhaupt nicht gerechnet hat, da habe ich schon zu Vito gesagt, dieser Jumpscare hat mich sowas von an diese Kaffee-Werbung erinnert, diese Käfi-Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war so zu meiner Schulzeit noch... Zu meiner Schulzeit war das so ein absoluter Hit. Was bist du denn? Au. Oh, geh weg, du. Wie, was bist du denn? Der sah aus wie so ein Gollum. Ah. We found the skull of Christ. Ich tu dir nix. Oder muss ich hier lang? Kann ich hier irgendwo hoch? Hallo, ich will hier hoch. Hier kann ich nicht lang. Verdammte Scheiße. Suchen die uns jetzt? Wir können ja mal hier drunter krabbeln. Und abwarten, bis die weitergezogen sind. Oh Gott, er kommt zu uns. So, und jetzt lauf, 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 lauf. So, da unten ist wieder ein Typ. Den schubsen wir weg. Jetzt heilen wir uns mal kurz. Wir haben keine Zeit, uns zu heilen. Wir müssen einfach straight weiterlaufen. Okay. Alter, das geht hier los wie damals mit Martha. Also scheiß drauf, was wir machen. Wir gehen hier jetzt einfach mal vorbei. Wir gehen da nicht vorbei. Nicht cool, Junge. Nicht cool. Das fängt ja gut an. Ich spiele jetzt 10 Minuten und bin schon, keine Ahnung, 5-mal gestorben? Whoop, whoop. Richtig gut.
Oh, 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 oh. Ja, ist gut jetzt. W, wie so ein W, eben was auf D. Oh, fickt euch doch, was so. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ja, guck mir mein Sterben zu, voll cool, ey. Ich bin zu dumm. Klar. Hä? Ah, okay. Ja, fuck you. Okay, ich bin zumindest mal weitergekommen als vorher. Hä? Diese Sprünge sind mir irgendwie zu krass. Jess! Come back! Jessica! Komm zurück! Ich will dein Freund sein! Wo ist sie denn jetzt? Hier nicht? Da ist eine Batterie. Nehme ich mit. Jessica? Cool. Pater Pocari, ich ließ Fräulein Grey heute den Schulunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Lautermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich, und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hat schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun. Jedenfalls meint Pater Lautermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte, und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley. Ja, krass. Also gehe ich doch wieder zurück zu meiner Theorie? Dass es vielleicht doch der Vater ist, der sie misshandelt hat? Ich meine, das hatte ja doch ziemlich viel mit Vergewaltigung und Co. zu tun. Tu mir nix. Toiletten! Okay, hier ist nix. Ich habe keine Lust mehr auf Käfi-Jumpscares. Hä? What the fuck? Geh nicht. Hey. Ja. Und jetzt sind wir wieder in einem Baumstumpf. Logisch. Also, er hat irgendwie auch so einen kleinen psychischen Knacks. Hallo. No, no. Let go. Fuck. Give him to us. Ah, hallo Gollum. Fuck off. No. Ah, praise God, he's prophet now. Praise God. You. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open your mouth, Nick. Oh, nee. Swallow it. There you go. God, please, let me be one.
He's a mark. He's pure. Oh, geh weg, ehrlich. Is the skull Messiah? You have but dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Nee, nee, bitte. He will come born on locust wings. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again. Nein! Perfect flesh. Nein! We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. Wieso sind hier nur Verrückte? This broken earth. Die Christen, die Satanisten, die Kranken, die haben sie auch. Everything. It's all ready for you. What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. You suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. No! Alter. Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm. Yeah. Festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! You are alive. No, no, no! You are alive. Nur bescheuerte Menschen hier. Nur. Ja, schön. Cool. Aber er hat die Füße vergessen. Muss man nicht eigentlich auch mit den Füßen so angenagelt sein? Hm. Sollten wir nicht eigentlich auch in Outlast 1 ans Kreuz genagelt werden? Irgendwie waren da so viele Andeutungen. Oh Gott. Alter Blake, du musst echt einiges mitmachen, ne? Ah, Alter. Es tut mir so leid, ey. Nur bescheuerte Menschen. Okay, wir müssen einen Verband finden. Stopp die Blutung. Ja, aber ich muss jetzt erstmal irgendwie ein Lager oder sowas finden. Da! Oh, da ist was. Gehst du weg? Gehst du bitte, bitte weg? Fuck! Fuck me! Oh, fuck, that hurts!
Da steht auch schon jemand, der uns gleich rausziehen möchte. So, da sind Blutspuren. Da gehen wir jetzt sofort hoch. Aua. Ich meine, das muss auch wehtun, wenn du da Löcher in der Hand hast und dann auch noch klettern musst. Herzlichen Glückwunsch. Na schön. Weg hier. Einfach nur noch weg hier. Nur bescheuerte. Ah ja, wir haben ja unsere Kamera noch gar nicht. Wir können noch gar nicht weg. Super! Da hinten ist sogar noch ein Mensch. So, du Typi, bleibst mal da, wo du bist. Batterie. Die bringt uns momentan zwar nichts, aber egal. Ja, der Verband ist auf jeden Fall wertvoll. Kann man hier irgendwie einen Hintereingang benutzen? Nee, kann man nicht. Geh mal weiter. Also nicht hierher, sondern in die andere Richtung. Schon cool. So, vielleicht können wir hier hinten lang. Nee, können wir natürlich nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Wieso ist denn der im Wasser? Da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Oh Gott, du armes Baby. Die sehen echt alle nicht gut aus. Nicht gesund. Gar nicht cool. Ist hier auch noch irgendwas drin? Was du denn jetzt her, Hase? Ja, machen wir mal zu. Ups, Entschuldigung. Durchs Fenster durch. Wieso kannst du denn gleich schlagen? Das ist doch kacke. Da können wir auch nicht lang. Klasse. So, renne hier unten mal hin. Da hoch. Oder ist da noch irgendwas? Nee. Sieht zumindest nicht danach aus. Heilen müssen wir uns scheinbar auch nicht. Das ist auch schon mal sehr gut. Das ist wieder der komische Typ. Oh ja. Okay. Wir versuchen einfach mal vorbeizulaufen. Nein, ich werde nicht wieder leben. Dann rennen wir mal hier hoch. Hoffen mal, dass er uns nicht trifft. Ah, nein. Nein, nein, nein. Wieso bin ich tot? Ey, Leute, ehrlich. Dieser One-Hit-Kill ist echt nicht cool. Nee, bleib da mal unten. Das ist schon das Beste, glaube ich. Bin jetzt wieder weg. Das sieht ja fast so aus. Ich hätte einfach nur abwarten müssen, okay. Schade. Thank you.
Ja, ich versuche mein Evangelium zurückzuholen. Das hast du schon ganz gut erkannt. Das Längerman-Evangelium. So, ich warte noch mal einen Moment, bis die weg sind und gehe dann hier drüber. Denn da kann ich ja scheinbar nicht lang, oder? Sieht nicht so aus. So, ich versuche jetzt hier einfach mal rüber zu gehen. Kannst du nicht schneller? Mach mal schneller. Sehr gut. Da wären wir im Wasser. Müssen wir hier nicht irgendwo hoch? Ich glaube gerade nicht, dass wir... Müssen wir echt da runter? Ich will da gar nicht runter. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie oft ich jetzt hier schon gestorben bin. Also vielleicht müssen wir tatsächlich da oben weiter. Ich habe was übersehen, ich weiß es nicht. Wir gehen es auf jeden Fall wieder erstmal hier hinterher. So. Ich meine, der Opa, der hat schon was. Ich meine, er reitet auf einem großen Mann. Warum sich der große Mann das gefallen lässt, das ist natürlich fragwürdig. Vielleicht ist er zurückgeblieben. Oder dumm. Oder beides. Nein, sonderlich viel Macht kann der Knirpser nun nicht haben. Na, ja, bleib da. Ich wollte nur gucken, was da rechts ist. Bleib da, Blake, bitte. So, das sieht für mich tatsächlich so aus, als müsste ich da hinten runter. Aber ich will da hinten nicht runter. Ich will's nicht. Na gut. Natürlich siehst du mich sofort. Na gut. Wie viel der Anlauf ist das jetzt? Ich meine, der Weg da hinten, der ist dann ja dicht. Komme ich, glaube ich, nicht mehr lang. Ja, da ist eine Wache. Sobald wir da reingehen, würde der Typ uns umlegen. Vermutlich. Na schön. Kann ich hier wirklich nirgendwo hoch? Das ist ganz schön traurig, Leute. Dann kann ich hier irgendwo an der Wand lang? Nee, ich muss da runter. Nur wie kann ich mich denn dann vor dem Typen da verstecken? So.
Wie lange kann er wohl die Luft anhalten? Was? I keep coming back earlier. Ja, echt? What the fuck? Warum bist du dauernd hier? Was soll das? Bleib mal in der Echtzeit, bitte. Ich mag die Schule nämlich nicht. Ah! Fuck. Das war nicht menschlich. Wir gehen jetzt natürlich in die Richtung, aus der das Vieh hier kam. Alter, ich hab so Schiss gerade. Diesmal können wir nicht interagieren. Bitte, tut mir nicht weh. Ich bin freundlich. Ich muss mir immer auf die Lippe beißen, wenn ich nervös bin. Und ich habe echt Schiss, dass wenn ich dann mal auf die Lippe beiße und dann so ein Jumpscare kommt, dass ich mir dann so... Das könnte natürlich jederzeit passieren, aber hoffen wir natürlich nicht. Alter. Ist das ein... Ich höre nix. Oh mein Gott. Ich mag nicht, was da hinten kommt. Exit. Exit ist immer gut. Hier raus. Oh, Entschuldigung. Und nicht schon wieder, ne? Don't let me go. Lass mich nicht gehen. Dieses Viech da eben fand ich echt nicht in Ordnung. Es war irgendwie fleischig und eklig und metzgerig. Ist das ein Wort? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es ist weg. Tut mir nix. Bitte tut mir nix. Hello?